Heute schauen wir uns die neuen Talismane von Sunbreak an. 200 Stück kann ich rollen. Bleibt gespannt. Vielleicht habe ich was Gutes dabei. Servus Monster Hunter Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Seit 2018 dreht sich bei mir alles rund um Monster Hunter. Wer dazu nichts verpassen möchte, kann mal gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Sind schon viele Sunbreak-Videos online. Heute geht's um die 200 Talismane. Ich habe ein paar Materialien gespart. Wir schauen uns komplett neue Talismane an mit der neuen Verschmelzungsstufe, die mit Sunbreak reingekommen ist. Es geht bis zur 10er Seltenheitsstufe nach oben. Drückt mir wirklich die Daumen, dass was Gutes rauskommt. Ist natürlich komplett, ja, zufällig, was da rauskommt, und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Wir haben jetzt hier die allererste Fuhre. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein, was es hier gibt. Also der erste Talisman ist direkt Schmutz. Den ist in Ordnung, aber kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich gebrauchen. Ist leider wieder nichts mit dabei. So, wir haben jetzt hier windsicher Giftangriff plus zwei mittlere Slots. Wird man aber auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie gebrauchen. Auflademeister plus ein mittlerer Slot. Ausweichdistanz plus einen Dreier-Slot. Auch hier ist leider nichts mit dabei. Der ist leider auch schlecht. Wir haben noch ein paar 10er-Talismane vor uns auf jeden Fall. Schnelles Wegstecken, aber leider überhaupt gar keine Slots mit dabei. Bis jetzt wirklich sehr madig. Wir haben hier den nächsten. Windsicher und Feuerangriff. Ja, leider auch nichts Gutes. Wir haben hier schnelles Wegstecken plus ein 3er-Slot. Kann man leider auch nicht gebrauchen. Hier ist ebenfalls jetzt nichts extrem Krasses mit dabei. Teilzerstörer, göttlicher Segen. Ja, wird man auch nicht wirklich gebrauchen. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier in dem ersten Run noch direkt was richtig Gutes. Bestrafender Zug plus Höchstleistung wird man wahrscheinlich auch nur selten oder gar nicht gebrauchen können. Extraschuss plus einen Zweierslot, der ist nicht schlecht. Also das ist jetzt der erste Talisman, wo ich sagen kann, den kann man auf jeden Fall für Bowguns gut gebrauchen. Es ist jetzt nicht OP, aber wirklich in Ordnung. Bis jetzt der allerbeste Talisman, den wir jetzt hier rausgekriegt haben. Zweier Kettenkrit, leider nichts mit dabei. Nicht wirklich gut, der ist leider auch nicht gut. Der ist leider auch nicht gut. Schade, die Zehner fallen echt aktuell sehr schlecht aus. Höchstleistung Lähmer, aber keine Slots mit dabei. Sieht belastend aus, wir nehmen den letzten, und Ballistik-Donnerangriff, ja, leider auch nichts. Zweite Runde startet, oh, das ist ja richtig schlecht gerollt, wir haben nur zwei Zehner. Mal schauen, was rauskommt, wir drücken schnell durch, bestrafender Zug, Blitzmorphen, leider nicht so der Oberknaller. Schutzpolitur, aber nichts Gutes mit dabei, auch hier keine großen Slots, nur kleine Slots, nichts Krasses bis jetzt mit dabei. Leider hier auch nichts. Betäubungswiderstand, kritischer Boost, leider auch zu wenig. Hätten noch irgendwie zwei Slots mit reingehört, dass er gut gewesen wäre. Auch hier leider nur einen kleinen Slot dabei gewesen. Eieiei, kritisches Element, Donnerangriff. Begrenzt einsetzbar eventuell. Schutzpolitur, Rückstoßdämpfer, unbeeindruckt. Ah nee, ist leider halt auch nichts. Gegenschlag, Seil, der ist eventuell, also ich spiele jetzt nicht mit Gegenschlag, aber ja, das ist auf jeden Fall einiges drauf, ne, muss man ehrlich sagen, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht benutzen. Fokus, hier ist leider auch nichts mit dabei, bis jetzt wirklich madig, aber wir haben ja noch genügend, die wir rollen können. Sieht echt richtig schlecht aus. Zweier Fokus plus Klingen für, ja, für Verschleiß der Verbesserung. Ah, auch hier leider nichts dabei. Überhaupt nichts. Nope. So, meine Freunde, wir starten jetzt in die dritte Runde. Wir haben noch 100 Talismane vor uns und das sieht schon mal besser aus. Wir haben mehr Zehner mit dabei. Wir schauen den ersten. Pflege plus zwei kleine Slots. Wird wahrscheinlich nicht wirklich gebrauchen können. Bin jetzt gar nicht sicher, was Pflege genau ist. So, wir haben hier den nächsten. Ohrstöpsel plus Feuerangriff. Einige Slots, aber wird man auch nicht gebrauchen können. Vorstoß plus mittlerer Slot. Schauen wir mal ganz kurz an. Erhöht Angriffskraft und Affinität beim Angriff auf ein großes Monster, das durch Gift, Lähmung oder elementbasierte Pestarten beeinflusst wird. Eventuell kann man es vielleicht gebrauchen. Hier ist leider jetzt auch kein krasser mit dabei. Komm, jetzt irgendwas Gutes. Blitzmorphen. Ach, Affinität schlittern, aber es waren zwar einige Slots mit dabei, aber jetzt trotzdem nicht absolut OP. Hier haben wir leider auch nichts. Da ist auch nichts mit dabei. Es sieht wieder bei der ersten Hälfte eher enttäuschend auf. Zwei Scharfschwert, kleiner Slot, leider nicht gut. Das ist leider auch nichts. Konntest, es geht, aber
Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Man kann halt einen Dreier Konsti dann theoretisch über den Talisman spielen. Aber Konsti gibt es eh sehr viele Rüstungsteile. Hier ist leider auch jetzt nichts dabei. Na komm, irgendwas nur. Verschmelzung, Auflademeister plus ein Dreier-Slot. Eventuell Auflademeister, was sind das nochmal? Spiele ich zum Beispiel nie, wenn ein aufgeladener Angriff ein Monster trifft, erhöht sich das Element Staatsaufbau aufgeladen. Mit Verschmelzung verbessern nach Erholung von Pest anomalen Status vorübergehend Angriffe. Ich weiß es nicht, werde es wahrscheinlich nie benutzen, aber er ist jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so schlecht. Leider jetzt hier auch nichts mit dabei. Irrlichtsruf, hoher Widerstand, ach, das gibt's ja nicht. Zweier Angriffsboost, drei kleine Slots, auch nicht wirklich OP. Da hätten ein paar große Slots dabei sein müssen, aber sieht wieder schlecht aus. So Leute, die letzten 50 Stück. Drückt mir die Daumen, was, dass was Gutes dabei ist. Es fängt schon mal nicht so prickelnd an. Wir schauen natürlich jetzt hier nach dem 10er. Schnellschärfen, Erholung. Nein, das ist leider überhaupt nichts. Es kann natürlich auch gut sein, dass ein schicker 9er mit dabei ist. Leider bis jetzt aber auch noch nicht. Verteidigungsboost, babamäßig direkt auf 3. Leider hier auch nichts dabei. Die sind wahrscheinlich eh immer schlecht. Göttlicher Segen, Schutzpolitur. Ja, man hat natürlich einige Fähigkeiten drauf, aber jetzt auch nicht absolut OP. Kritisches Element plus Konstitution wäre cool, wenn nicht Konsti, sondern was anderes Nützliches dabei gewesen wäre. So ist es jetzt auch nicht wirklich extrem heftig. Seilkäferflüsterer plus 2 mittlere Slot, aber Seilkäferflüsterer ist jetzt auch nicht so die krasseste Fähigkeit. Ohrstöpsel, 2 Drachenangriff und ein 4er Slot. Ja, wenn man mit Ohrstöpsel spielt, eventuell ganz gut. Ausdauererholung, Konstitution, ja, schon viel drauf, aber brauche ich selber jetzt bei meinen Builds zumindest nicht. Und hier haben wir Hornmaestro, ja, 2 mittlere Slots, auch nicht ultra heftig. Komm, bitte noch einen, oder was heißt überhaupt, ein richtig krassen wäre gut, ein richtig krasser. Es ist zum Verrücktwerden, Kettenkrit, Höchstmacht. Spezialmunitionsboost, Blitzmorphen. Der letzte wird's, Blockengiftangriff. Blocken und einen größeren Slot plus Giftangriff. Ja, aber auch nichts wirklich Weltbewegendes. Dadurch, dass wir mehr oder weniger leer ausgegangen sind, möchte ich euch hier noch meinen besten Talisman zeigen, den ich jetzt hier von den neuen bekommen habe. Ein 2er Lähmer, was wirklich nice ist, in Kombination mit 2 mittleren Slots, einen kleinen Slot plus den Irrlichtsruf. Der Irrlichtsruf ist echt nützlich, wenn er mit auf dem Talisman drauf ist. Erhaltet die Wirkung eines zufälligen Irrlichtses in festen Intervallen. Also desto länger die Quest geht, umso mehr Irrlichtse bekommt man und ja, kann vielleicht so mal sein Leben nach oben pumpen, ohne dass man die ganzen Irrlichtse farmt. Lärme bekommt man auch über sehr viele Rüstungsteile, aber stellt euch vor, dass dieser Talisman, ich bin mir relativ sicher, auch mit Crit-Boost oder Schwächevorteil kommt, dann wäre das schon wirklich phänomenal. Das war's soweit vom Video. Leider bin ich mehr oder weniger leer ausgegangen. Es war nichts extrem krasses mit dabei. In Zukunft werde ich nochmal so ein Video starten. Vielleicht kann ich mich auch bei den Kollegen einloggen und vielleicht ist auch bei irgendeinem dann ein extrem guter Talisman mit dabei. Wenn euch das Video informiert, gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wer mehr zu Monster Hunter Rise Sunbreak sehen möchte, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Das war's soweit vom Video. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.